Öffnet sich jetzt hier, ne? Du bist live. Es geht los. Moin Moin, herzlich willkommen im Treffpunkt NRV Online. Herzlich willkommen im Treffpunkt NRV Online. Zu Gast heute Laserweltmeister Philipp Buhl. Philipp, mein Lieber, Moin Moin. In Corona-Zeiten, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Kann mich nicht beschweren, mal ein bisschen Zeit zu Hause zu verbringen. Und bei dem Wetter gibt es Schlimmeres. Sehr gut. Wie immer können auch heute wieder Fragen gestellt werden an Philipp über YouTube, über Facebook, gerne auch Mail, jugend@nrv.de. Also wir freuen uns auf die Fragen. Philipp, ich denke, es ist gut, dass die Olympischen Spiele verschoben wurden. Vielleicht fast ein bisschen spät. Ne? Australien und Kanada hatten schon ihren Boykott kommuniziert für den Fall, dass es dieses Jahr stattfindet. Wie siehst du das? Ja, ich sehe es genauso. Es war ja irgendwann nicht mehr absehbar, dass das realistisch sein könnte, im Sommer die Spiele abzuhalten. Und wenn, dann ja auch nur unter irgendwie schlechten Vorzeichen, so dass sich keiner mehr richtig darauf vorbereiten konnte. Die Leute vielleicht gar nicht, also wir keine Zuschauer dann dort hätten. Und am Ende glaube ich, ist das die richtige Entscheidung. Und mir persönlich tut es auch nicht weh, das jetzt einfach ein Jahr nach hinten zu verschieben und dann hoffentlich einfach einen neuen Aufbau und alles mit Normalität einfach ein Jahr später abzuhalten. Ich denke, du kannst dich ja ganz entspannt eigentlich zurücklegen. Selbst wenn wir jetzt eine Ausgangssperre bekommen würden bis zum 31. Dezember, wäre es wahrscheinlich trotzdem deine erfolgreichste Saison. Ja, ja, es ist in der Tat so. Die Saison ist natürlich perfekt verlaufen jetzt am Ende mit dem WM-Titel. Und für mich kam auch eine zusätzliche, sage ich jetzt mal, Herausforderung dazu, nämlich so eine Zufriedenheit, die ich vielleicht einmal ähnlicherweise 2018 hatte mit der Bronzemedaille bei der WM. Da war ich auch wirklich sehr, sehr zufrieden danach. Und jetzt nach dem WM-Titel, was ja so ein absolutes Karriere-Traumziel war, das zu erreichen, hat mir auch eine Zufriedenheit beschert, was aber nicht unbedingt der allerbeste Motivator ist. Das heißt, da muss man auch erstmal umgehen, wenn man quasi zu Hause ankommt, irgendwie was geschafft hat, wo man erstmal drüber reflektieren will, dann brennt man vielleicht gar nicht so im ersten Moment für das nächste gleich. Und das habe ich auch gespürt. Und dann in der Summe noch zusätzlich mit der Corona-Geschichte und der Ungewissheit war dann echt ein ziemliches Motivationsdefizit da. Deshalb auch vor dem Hintergrund finde ich es eigentlich ganz gut, dass ich jetzt ein bisschen Zeit habe, das einmal sacken zu lassen, noch mehr Zeit quasi und dann nächstes Jahr hoffentlich wieder mit neuem Feuer da von vornherein mich schön aufzubauen. Ja, cool. Also anderthalb Jahre Zeit, wieder richtig Druck aufzubauen. Wie organisierst du denn zurzeit dein Training? Ich sehe, du bist im Allgäu bei deinen Eltern. Ich nehme an, du sitzt nicht den ganzen Tag und guckst Netflix. Nee, bei dem Wetter gar nicht. Im Prinzip ist es so, dass ich nicht versuche, krampfhaft das Training oder die Form aufrechtzuerhalten, sondern ich habe eigentlich in dem Moment, wo die Entscheidung kam, Olympische Spiele werden 2021 stattfinden, habe ich gesagt, okay, dann ist jetzt quasi Off-Season sofort. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich erfahren hatte, wann die Olympischen Spiele stattfinden werden, nächstes Jahr quasi rückwärts geplant ungefähr. Und da komme ich zum Ergebnis, dass überwiegend mal quasi dieses Jahr 2021, also irgendwie ab Januar bis zum Sommer hin, ich glaube, das sind irgendwie knapp 200 Tage, das ist eigentlich fast schon ausreichend seglerisch. Und im Herbst haben wir noch eine Europameisterschaft. Das heißt, irgendwo, wenn ich jetzt einfach nur Off-Season mache, Fitnesstraining aufrechterhalte, das ist sowieso eine große Priorität bei mir. Aber ich glaube, da liegt noch Potenzial. Dann kann ich das jetzt machen, auch gewisse Zeit und Energie auftanken, also Zeit zu Hause verbringen und Energie tanken und dann zum Herbst hin quasi einen Grundstein legen, auch seglerisch wieder. Winterpause und dann geht es im Januar eigentlich erst richtig los. Ungefähr so würde ich sagen. 2006 hatte ich schon mal einen Laserweltmeister zum Interview. Zur Kieler Woche hatte ich mich mit Robert Scheidt getroffen. Das waren dann zum Schluss abgetippt 17 Seiten. Und ich würde gerne mit der ersten Frage, die ich ihm damals gestellt habe, bei dir jetzt auch starten. Das war, was unterscheidet einen guten Segler von einem Champion? Es gibt bestimmt verschiedene Möglichkeiten, darauf zu antworten oder Faktoren, müsste man vielleicht sagen. Ich habe mich da häufiger mit beschäftigt, was überhaupt relevant ist, um gewinnen zu können. Da sind natürlich so Faktoren wie Talent mit dabei, die kannst du nicht beeinflussen. Also so definiere ich Talent.
Alles andere kannst du beeinflussen. Und ich denke, ein wesentlicher Faktor von den Dingen, die du beeinflussen kannst, ist deine Kompromisslosigkeit. Und ich denke, die hängt stark zusammen mit deiner Leidenschaft. Also wenn du quasi als Sportler richtig für was brennst, dann bist du richtig kompromisslos in allen Belangen. Und dann hat das auch wiederum Einfluss auf Rahmenbedingungen, die auf den ersten Blick nicht beeinflussbar sind. Zum Beispiel, wo du dein Know-how herbekommst. Also wenn du Bock hast und brennst, dann liest du Bücher, dann suchst du dir vielleicht zusätzliche Experten, du schaffst dir Geld an, damit du bessere Trainingsbedingungen dir selber schaffen kannst. Also du baust dir quasi dein ganzes Umfeld, was alles eben Erfolgsfaktoren sind, die baust du dir dann auf und eigentlich alles nur mit der Eigenschaft, richtig für was eine Leidenschaft zu haben und eben das Ganze kompromisslos anzugehen, denke ich. Es gibt ja immer wieder diese super Top-Opti-Segler, die dann zum Schluss nicht unbedingt auch im Olympia-Alter alles abräumen. Und Scheidt und Ainsley waren ganz okay im Opti, aber ja jetzt auch wirklich nicht die Superstars. Das ging ja erst danach los. Was denkst du, wann ist denn der Zeitpunkt, wo man im Jugendalter dann aber irgendwann auch mal richtig durchstarten muss, dass man zum Schluss auch oben ankommt? Ja, ich weiß nicht, ob es ein Alter an sich gibt. Ich bin immer der Meinung gewesen, und mein Vater hat die Meinung mit mir eigentlich auch so gelebt. Eigentlich, je früher du gewisse Dinge lernst, desto besser eher, weil, ich sage jetzt mal Beispiel, andere Sportart beim Turnen gibt es einfach Fähigkeiten, sagen wir mal, koordinativer Art, die gibt es ja beim Segeln auch. Die lernst du als Kind super schnell und irgendwann ab 20 wird schwer und nach 30 vielleicht unmöglich. Das heißt, es gibt einfach Faktoren, die musst du früh lernen. Daher ist es aus meiner Sicht immer besser, relativ früh eigentlich viel zu machen, große Schritte zu gehen. Nur es muss halt immer in einem gesunden Maß sein. Jetzt auf Bezug nehmend auf die Opti-Segler, glaube ich, die werden einfach ein bisschen zu sehr ausgebrannt. Die arbeiten ähnlich professionell oder vom Umfang, zeitlichen Umfang wie wir quasi. Haben aber dann ihre ganz normale Jugend oder ihre Kindheit nicht mehr richtig und haben dann irgendwann keinen Bock mehr. Und selbst ich, der das quasi hauptberuflich macht, bin der Meinung, ich kann auch nicht mehr als ein paar hundert Tage auf meinem absoluten besten Level sein. Also mehrere Jahre oder 10 Jahre auf dem absoluten Maximum, glaube ich, das geht gar nicht. Ich glaube, man kann ein, vielleicht 2 Jahre Vollgas sein und danach ist man irgendwie leer und hat wieder ein bisschen, braucht wieder ein bisschen Abstand. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wann hast du dich entschieden, dass Segeln diese überragende Bedeutung in deinem Leben haben wird? Weißt du, wie alt du da warst? Boah, das ist, kann man ja, ich kann es ja nicht wirklich entscheiden. Ich hatte immer Lust auf Segeln als ich klein war quasi, hatte ich kein Handy, Smartphones gab es noch nicht. Für mich war es das Größte, einfach nach der Schule zum See zu radeln, egal ob Wind war oder nicht. Das heißt, damals hat es mir Spaß gemacht. Irgendwann dann ab 18, 20 rum hatte ich davon geliebäugelt, sagen wir mal, dass ich da irgendwo in Richtung Weltspitze und vielleicht sogar eine Olympiateilnahme schaffen kann. Aber richtig verstanden habe ich es erst mit 25 bis 30, würde ich sagen, was es eigentlich bedeutet, Leistungssport als Lebensabschnitt und als Beruf ausüben zu dürfen. Es ist halt am Ende ein Privileg, so sehe ich es, Sport machen zu dürfen, die Förderung zu bekommen vom Staat quasi, von der Bundeswehr, von Vereinen und Partnern. Man kann super viel Zeit draußen verbringen, das einem nicht zwangsläufig immer nur Spaß macht, aber es schafft einfach Erlebnisse und Emotionen, die man sonst kaum irgendwo sieht. Und es ist nicht für ewig. Es ist für 5, für 10, vielleicht mal 15 Jahre im Leben und danach hat man immer noch 20, 30 Jahre Zeit, um normalen Berufen nachzugehen. Und die, glaube ich, die eine der schönsten Geschichten, die man irgendwann mal erzählen wird, das kann ich jetzt noch nicht sagen, aber vermute ich, die werden schon immer aus dem Leistungssportbereich sein, denke ich. Wir kriegen ja die erste Frage rein. Springen jetzt thematisch so ein bisschen, trotzdem nehmen wir das mal. TW aus H, wer könnte das wohl sein? TW aus H fragt: Machst du viel Hängebanktraining? Fast 0,0. Ich glaube, ich war in meinem Leben weniger als eine Stunde in Summe auf der Hängebank. Okay.
Ja, wir Also kommen. kurze Begründung. Ich denke, Hängebank ist halt extrem statisch und ja, das ist mit Sicherheit kein schlechtes spezifisches Training, aber wenn man Zeit hat zum Segeln, dann ist das natürlich immer das Beste. Und dann ist es eher sinnvoll, eigentlich die Gegenspieler und den Ausgleichssport zu machen, dass die Muskulatur nicht noch mehr, oder dass man nicht noch mehr verkrüppelt, sage ich jetzt mal. Also die Vorderseite nicht noch mehr verkürzt. Nochmal ganz kurz in deine Kindheit. Wann hast du segeln gelernt? Ging das auch im Opti los? Wann kam der Umstieg in Laser? Das war ja auch recht früh, ne? Ja, ich war ja ziemlich pummelig oder übergewichtig als Kleiner. Bin mit meinem Vater FD gesegelt und parallel so ein bisschen meine ersten Schritte im Opti gemacht mit, glaube ich, 6, 7 rum. Und Laserradial war, glaube ich, ab 11 in etwa quasi das Boot der Wahl, weil damals hatte ich schon über 70 Kilo, also ich glaube 70 oder 71 mit 11, das ist wahrscheinlich relativ viel. Und auf bayerischen Seen pfeffert es ja jetzt nicht immer, das heißt, da ging das mit dem Radial ganz gut eigentlich. Ich erinnere, als ich Aber Bundestrainer ich war, fand war es ich. immer nie. Ich, Jetzt hatten wir einmal einen Aussetzer. Flug los. Okay, ich starte nochmal. Du warst ganz kurz weg, Philipp, aber. Ich bin schon, also. Okay, ich versuche es nochmal. Ich erinnere, als ich Bundestrainer war, 2005 war ich in Warnemünde bei der Laser-Standard-Deutschen Meisterschaft. Da bist du auch mitgesegelt. Vielleicht erinnerst du dich nicht mehr. Aber ich bin so durch die Ergebnisliste gescrollt und da tauchte dann dein Name auf Platz 13 auf. Von 52, noch nie gehört, Philipp Buhl. Und ich war mir relativ sicher, dass es ein Druckfehler war beim Jahrgang, weil du erst 15 warst und die anderen segeln mit 15 Opti und du warst bei der Deutschen Meisterschaft im Standard. Da schon vor zwei meiner Kadersportler. Also das erinnere ich, wo ich dich da das erste Mal wahrgenommen habe. Also du warst ja wirklich sehr, sehr früh im Laser auch schon unterwegs und hast ja dann auch im Jugendbereich eigentlich alles abgeräumt, auch international, was es so gab. Deine Rahmenbedingungen vor Ort in Bayern waren ja nicht unbedingt die, wo man jetzt sagen würde, da kommt einer und räumt international alles ab. Erzähl mal so ein bisschen. Du bist ja in Bayern auf dem See gesegelt. Wer war da dein erster Trainer? Gab es neben deinem Papa überhaupt noch jemanden, der dir da das Segeln beigebracht hat? Also ich erinnere mich erstmal an die deutsche Meisterschaft schon noch. Das war, glaube ich, mein letztes Jahr Radial eigentlich und dann halt die deutsche Meisterschaft als erste größere Standardregatta. Und davor, ich meine, ich bin am Alpsee viel gesegelt, da hatten wir gar keine Möglichkeit, bis heute nicht, dass irgendwie ein Trainer mit Motorboot fährt. Und dann sind wir halt zu lokalen Regatten gesegelt oder gefahren und dort mitgesegelt. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass mein Vater häufig dabei war. Und hat mir so einen Tankdeckel quasi in den Laser hat er mir eingebaut mit so einem Eimer drin. Und das dürfte ich wahrscheinlich offiziell gar nicht sagen, aber das hat mir eine Funke, die habe ich ausgemacht und dann bin ich gesegelt und zwischen der Witwe bin ich Richtung Ufer gefahren, das Ding rausgedreht. Er stand dann am Ufer, hat das Funkgerät angemacht und mir ein paar Sachen gesagt. Dann habe ich das Ding wieder ausgemacht, wieder reingesteckt und bin weitergefahren. So zum Beispiel hatten wir viel gelernt und ansonsten hatten wir unser Landestraining viel am Gardasee, das ist ja ein Katzensprung oder beispielsweise in Slowenien ab und zu. Ich würde mal gerne mit dir schnacken, so Thema Saisonplanung, auch Wassertraining. So ein Tennisspieler, der spielt ja im Grunde mehr oder weniger das ganze Jahr über. Federer hat sich jetzt ganz zum Schluss seiner Karriere mal den Luxus erlaubt, auch einfach mal ein paar Monate auszusetzen. Das merkt man dann auch gleich, dass er in der Weltrangliste nicht mehr ganz oben ist. Aber ich glaube, beim Segeln ist das ja doch ein bisschen anders. Ne? Wie sieht so deine Jahresplanung, mal so eine idealtypische aus? Wie viele Saisonhöhepunkte gibt es? Wie viele Regatten segelst du pro Jahr? Ja, also zunächst mal ist es immer irgendwo eine Absprache mit den Leuten, die sich auskennen, weil sie es länger machen. Jetzt mache ich es selber auch schon länger. Also normalerweise spricht man das halt mit dem Trainer ab. Und ich glaube, es ist auch ein großer Unterschied, ob man Nachwuchssportler ist oder ob man erfahrener ist und länger schon dabei ist. Mit zunehmendem Alter gilt nicht mehr so die Prämisse Wasserstunden sammeln und viel hilft viel, so wie es im Nachwuchsbereich ist. Da ist es halt einfach so, wer noch nicht lange in seinem Leben 49er oder Laser gesegelt ist, der lernt mit jeder Stunde auf dem Wasser, die er verbringt, irgendwas dazu, egal ob ein Trainer dabei ist oder nicht.
Der Körper macht noch relativ viel mit und ist ziemlich tolerant. Aber je besser du wirst, desto wichtiger ist, dass du absolut 110% ready bist auf dem Wasser, genau weißt, was du machen willst und eben diese Bereitschaft hast, körperlicher Natur, mental ready bist für das, ja, also dich für die Hängeintervalle, für das Line-up, weil nur wenn du quasi dazu 110% bereit dazu bist, dann lernst du noch was dazu, weil dein Level einfach schon so gestiegen ist. Das heißt, nur mit Wasserstunden verbringen, kommt kein Fortschritt mehr. Jochen Schümann, dem hatte ich auch schon drüber gesprochen, hat sogar gesagt, dass dann auch ein Rückschritt passieren kann und das macht ja auch Sinn. Das heißt, mit zunehmender Erfahrung und zunehmendem Leistungslevel, glaube ich, muss der Fokus hingehen zur Qualität der Wasserarbeit, ein bisschen weg von der Quantität. Und auch die Körperschonung kommt mit rein, was man jetzt bei einem Robert Scheidt sieht, der natürlich einfach an sein Limit kommt, obwohl der segeltechnisch wahrscheinlich, ja, der hat mehr Know-how vielleicht als die meisten Lasersegler oder alle vielleicht, aber er kann es körperlich einfach nicht mehr umsetzen. Das heißt, der muss sich schonen und wirklich ganz gebündelt und gezielt versuchen, nochmal in wenig Zeit sich vorzubereiten, damit er die Regatta vielleicht übersteht. Und vielleicht zur Periodisierung, ganz grob gesagt, denke ich, so einen Dauermodus halte ich nicht für sinnvoll. Also quasi das ganze Jahr jeden Tag segeln. Solche Konzepte gab es ja auch schon und sind auch im Umlauf, jeden Tag 2 Stunden segeln, dann wird das. Ich glaube, das sind auch so ein bisschen Geschichten aus der Vergangenheit. Aus der Vergangenheit, weiß nicht wie weit zurück, aber man darf nicht vergessen, ich war immer davon überzeugt, dass das Level beispielsweise jetzt im Laser zu Zeiten von 96 und 2000, also vor 20 Jahren im Prinzip, es muss ja ein anderes gewesen sein, als es heute ist. Es hat sich ja stetig weiterentwickelt. Und wenn man noch weiter zurückgeht, das sagt mir beispielsweise Willi Kuhweide vor einem halben Jahr erzählt, da war Leistungssport, Olympische Spiele, der hat immerhin eine Goldmedaille gewonnen, war eben Hobby und Nebensache quasi. Und heute wird die Luft immer dünner. Das heißt, da ist es nicht mehr nur getan mit, ich segel jeden Tag, weil dann segel ich mehr als meine Konkurrenz, sondern du musst bessere Arbeit machen. Nicht mehr Arbeit, sondern wirklich qualitativ bessere. Und ich denke, bei mir ist es so, 150 Tage vorm Wettkampf, glaube ich, da kann ich extrem viel bewegen. Wenn ich körperlich dazu bereit bin und ich weiß, was ich genau trainieren will, dann komme ich da, denke ich, locker wieder auf einen guten Leistungsstand. Bis sehr guten. Das heißt, in jungen Jahren muss man einfach sehen, dass man erstmal Quantität hinkriegt, viele Wasserstunden abreißt und je höher das Niveau, desto mehr geht es um die Qualität. Du hast ja nach Rio 2016 mit deinem neuen Bundestrainer Alexander Schlonski eine internationale Trainingsgruppe aufgebaut. Jetzt hast du dir mit Alex einen Trainer geholt, der sich ja auch wirklich auskennt im Laser, war Fünfter bei der WM. War im Stabhut richtig gut. Ich kenne ihn ja auch aus dem NFV-Olympic-Team, wo er viele Jahre für uns gesegelt ist. Wie sieht diese Kooperation, diese internationale aus? Was ist das für eine Trainingsgruppe? Wie viele Tage pro Jahr verbringt ihr miteinander? Wie sieht auch so ein konkretes Training dann aus? Wie muss man sich das vorstellen? Ich kann jetzt nicht genaue Zahlen nennen, wie viel Training wir zusammen verbringen. Ich sage jetzt mal, wahrscheinlich sind also ich glaube, ich bin selten im Leben über 200 Tage pro Jahr Laser gesegelt, wenn überhaupt jemals. Ich denke, 180 vielleicht im Laser ist das Maximum. Davon sind einige Wettkampftage und davon sind auch viele Tage, wo wir alleine trainieren wollen. Oder einige Tage. Ich sage jetzt mal, über 50% trainieren wir auf jeden Fall. Über 50% des Trainings versuchen wir zu trainieren mit der Trainingsgruppe. Und der Vorteil ist, es sind Skandinavier, ein Schwede, ein Norweger, ein Finne und alle motiviert und alle talentiert. Also fast jeder hat schon mal eine Regatta gewonnen, eine hochrangige. Und der Vorteil von der internationalen Gruppe ist, in dem Fall, wenn wir zusammenbleiben, dann sind wir alle heiß bis zum Tag vor den Olympischen Spielen und pushen uns mehr, als es vielleicht ein Sparringspartner macht, der irgendwann weiß, vor Olympia, okay, sein nächster Höhepunkt ist mindestens über ein Jahr entfernt. Das habe ich selber schon. Erfahren, als ich versucht habe, die letzten 5 bis 10% vielleicht nicht mehr ran, selbst wenn du möchtest.
wenn du ins Nichts trainierst quasi. Da kannst du noch so viel helfen wollen. Und dementsprechend ist das extrem wichtig. Und ansonsten ganz spezifisch jetzt mal auf dem Trainingslager, vielleicht eines der besten und produktivsten in Melbourne einzugehen im November. Ich meine, wir sind vier Sportler aus vier Nationen plus, je nachdem, in dem Fall kommt noch Nick, also Nachwuchs Deutschland und ein schwedischer Nachwuchssegler waren dabei. Wir machen unser Trainingslager, sagen, was wir machen wollen, haben drei Coaches und dann besprechen wir den Langplan über den Monat, wie viele Tage wir segeln, zum Beispiel 4 Tage segeln, ein Tag segeln, ein Tag off, 3 Tage, 2 Tage off, 3 Tage, ein Tag off und so weiter. Irgendwas, was Sinn ergibt. Passen das natürlich an, wenn es mal Anpassungsbedarf gibt und machen eine Vorbesprechung, machen eine Nachbesprechung und pushen uns auf Wasser. Ich habe noch eine Frage, bevor wir dann gleich zum Konditionstraining kommen. Versuchst du jede Regatta 100% zu geben oder gibt es auch diesen Ansatz, ach, das ist jetzt eine Trainingsregatta, da versuche ich nur mal gut zu starten oder sowas? Also ich hielt das eigentlich immer für eher Quatsch, quasi zu sagen, ja, ich will nur einen Fokus auf einen guten Start legen. Ich bin immer der Meinung, dass man spezifische Sachen, die lernt man bei spezifischen Übungen, also auch Starten. Es ist ein Regatta-Start, ist immer ein bisschen was anderes, aber für mich war immer der Versuch, eine Regatta so ernst wie möglich zu nehmen und das Ziel muss immer ein Ergebnisziel sein, aus meiner Sicht. Da bin ich eigentlich bin ich nach wie vor noch ein bisschen dabei, wobei ich halt realistischerweise immer, oder das sollte man halt immer machen, es gibt einen Unterschied, wenn ein Europäer oder wir mit vielleicht verhältnismäßig wenigen Trainingstagen beispielsweise in Miami uns vergleichen mit Australiern und Neuseeländern, die gerade aus ihrem Sommer kommen und schon 100 Tage am Stück bei besten Bedingungen gesegelt sind. Das muss man immer realistischerweise mit einkalkulieren, sein Status quo. Jeder hat auch ein bisschen eine andere Vorbereitungsplanung, aber im Prinzip finde ich es immer ein Ergebnisziel. Das muss halt einfach realistisch und sinnvoll gesteckt sein. Aber ich höre ja nicht nach der Startplatz auf, weil ich mein Ziel erreicht habe, sondern es geht ja immer bis zur Ziellinie und das ist auch, glaube ich, der Lernprozess, der wichtig ist. Jede Minute im Wettkampf wirklich das Maximum herauszuholen und die Konzentration aufrechtzuerhalten, auch wenn es eben nicht gut läuft. Und davon lernt man, glaube ich, eben. Von diesen Momenten, wo man es schafft, sich durchzubeißen bis zum Ziel und erst sich dann zu ärgern. Geht mir tatsächlich genauso. Ich konnte auch nie was anfangen mit den Leuten, die mir gesagt haben, ach, hier geht es ja für mich um nichts, ich wollte nur mal dies und das üben. Thema Konditionstraining. Wie groß, wie schwer bist du? Hast du optimale Lasermaße, kann man das so sagen? Ja, ich bin tendenziell immer ein bisschen zu schwer. Groß bin ich 1,86, 87 rum und schwer. Von bis. Ich würde sagen, 83 war das Minimum in den letzten 10 Jahren und das Maximum war über 90. Aber das sind immer so das ist so Jan-Ullrich-Syndrom im Winter. Bin ich immer mal 1, 2 Tage lang vielleicht, außer diesen Winter, also außer den vergangenen Winter, da war es nicht der Fall. Aber ich bin Winter, tue ich mir einfach immer schwer. Es ist lange dunkel und man kann draußen nicht so viel machen. Dafür liege ich mehr auf der Couch und esse mehr, dann werde ich schwerer. Aber Regatta-Gewicht interessiert uns vielleicht mehr. Das denke ich ist so zwischen, mein Optimum würde ich bei 84 in etwa einschätzen. Und meistens pendel ich aber so bei 86,5 rum, plus minus ein bisschen. Wie sieht so dein Konditionstraining aus? Du machst wahrscheinlich viel Ausdauertraining, auch Krafttraining. Ja, ich finde Kondition. Fitnesstraining ist gar nicht so leicht, wenn man zu viel reist. Und das ist auch ein Prozess, den wir immer wieder durchsprechen, wie man das optimieren kann, weil ja, es gibt so verschiedene Faktoren, die das irgendwie problematisch machen. Man hat im Hotel oder unterwegs nicht das Gym, was man zu Hause hat, ist ein Problem. Manchmal hat man vielleicht ein Gym 2 Kilometer entfernt, aber ist einfach nach einem langen Segeltag einfach so kaputt und kann das nicht mehr machen. Dann gibt es Dinge, die machen nur Sinn, wenn man sie lange an einem Stück machen kann. Ich sage jetzt mal ein wirkliches Krafttraining. Das ist wahrscheinlich sinnvoll, wenn man dann mal 4 Wochen, vielleicht 5 Wochen, vielleicht 6 Wochen, da bin ich jetzt gar nicht so der Experte, weil das betrifft mich nicht ganz so extrem, wirklich an einem Ort ist. Und da
also worauf ich hinaus will, ein bisschen ist die Planung. Will man zum Beispiel eine Woche Mallorca, eine Woche Kiel, eine Woche Mallorca, eine Woche Kiel, wie es vor ja, zu Alex Schlonskys Zeiten beispielsweise im Laser häufig praktiziert wurde und auch zu meinen Anfangszeiten? Oder macht man eher 3 Wochenblöcke, 3 Wochen weg oder 3 Wochen und 3 Wochen zu Hause oder vielleicht sogar noch länger, wie es eben beispielsweise unsere Trainingsgruppe gerne praktiziert, 1,5 bis 2 Monate an einem Ort und dann woanders hin. Hat halt den Vorteil, wenn man, dass man auch wirklich was schaffen kann. In einer Woche kriegst du eigentlich nichts mehr hin. Und Krafttraining zum Beispiel jetzt für Nick, der Maximalkrafttraining machen muss, der braucht einen wirklich langen Zyklus. Was da sinnvoll was damit anfangen kann, sinnvollen Reiz setzen kann, weil sobald der wieder nach einer Woche weg muss, in andere Rahmenbedingungen und dann auch noch fit sein soll auf dem Wasser, dann kann er sein Maximalkrafttraining oder welches Hypertrophietraining nicht mehr richtig umsetzen. Also das ist ein schwieriges Thema, finde ich. Ich mache Krafttraining eigentlich im Herbst, so spezifisches Aufbautraining mal, wenn ich quasi in längeren Zeitraum an einem Ort bin. Ansonsten versuche ich Konditionstraining zu machen, möglichst draußen, weil es mir Spaß macht. Ausgleichstraining und Rumpftraining in die Kraft-Ausdauerkreise einzubauen. Und je näher es zum Höhepunkt geht, desto mehr lasse ich, sage ich, meinem Trainer über, weil dann geht es mehr Richtung Intervalle, hart und eklig. Und dann mache ich den Plan nicht mehr selber. Dann macht Alex das. Ich beschwere mich. Er sagt, stell dich nicht so an. Dann machen wir das. Dann jammern wir rum. Und dann haben wir es gemacht und dann ist gut. Nutzt du ein Pulsmessgerät oder anderes elektronisches Equipment, um dein Training ein bisschen zu steuern? Ja, also Pulsmesser auf jeden Fall. Also es ist absolut der A und O. Ich will jetzt keine Negativwerbung machen mit Polar, aber ich bin weg, weil es irgendwie Probleme gab. Jetzt habe ich Garmin, das funktioniert eigentlich relativ gut. Ist auch kompatibel zu meinem Indoor-Trainer-Programm. Es war jetzt bei Swift ganz gut, bei schlechtem Wetter einfach auf die Rolle und virtuell Radfahren und Intervalltrainings zu machen und das sogar mit Spaß. Das ist wichtig. Ansonsten ist, glaube ich, das Körpergefühl eine wichtige Nummer. Braucht, glaube ich, auch ein bisschen Zeit. Es ist auch nicht so leicht immer und natürlich auch immer nur subjektiv. Also wir haben vieles probiert, ehrlich gesagt. Nick und ich zusammen haben recherchiert. Ich habe mir mal einen Ring gekauft, den ich mir nachts anziehen kann, der dann Herzfrequenz mir am Morgen ausspuckt, die Herzfrequenzvariabilität, Temperatur, Atemfrequenz und so weiter. Das behauptet der Hersteller, kann er alles mehr oder weniger messen. Soll mir dann quasi helfen zu sagen, wie ready bin ich an dem jeweiligen Tag, um beispielsweise ein Intervalltraining zu machen. Macht das Sinn oder macht das nicht Sinn? Da sind wir natürlich, wenn ich ehrlicherweise ehrlich weit weg von jemandem wie einem Ruderer, der tagtäglich irgendwo das Optimum rein beim körperlichen Training rausholt. Wir kennen es alle, wir haben öfter mal weniger Wind, dann, ja, dann ist die körperliche Beanspruchung aber nicht immer so maximal. Dann ist das gar kein Thema so richtig. Aber Nick und ich beispielsweise waren vor 2 Jahren, 2018 und auch teilweise 2019 häufiger krank und haben auch versucht, uns eben quasi damit andere Tools ranzuschaffen, um ein bisschen einen zusätzlichen Hardfact sozusagen ranzubekommen mit der Herzfrequenzvariabilität, um zu wissen, ob wir vielleicht manchmal ein bisschen überlastet sind. An manchen Tagen. Und überlastet heißt ja nicht immer, man tritt zu hart, sondern man hat zu wenig regeneriert oder sowas zum Beispiel. Also ich halte es auf jeden Fall wichtig, ein Pulsmesser immer dabei zu haben, auf jeden Fall auch wegen der Trainingsdokumentation, weil es alles da drin steht. Trainingssteuerung, glaube ich, wenn man das sinnvoll plant, mit dem Trainer oder wenn der Trainer für einen das plant, wenn der Plan hat, dann ist eigentlich, glaube ich, das meiste schon erledigt. Und guter Schlaf zum Beispiel, das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall jedem nahelegen kann. Ein paar Faktoren in die Wege leiten, damit man besser und schneller regeneriert. Wo liegt dein Ruhepuls, wenn du gesund bist? Ich schätze so bei 46, kann das sein? 46, 47 oder sowas. Kennst du deine V2 Max? Jein. Ich glaube, die ist relativ niedrig bei 51 oder 52. Bist ja auch ein schwerer Athlet.
Geht ja immer aufs Körpergewicht bezogen, ne? Ja, ich kann der. Ist nicht so Also ich habe wichtig, zehn lass mal. Minuten Wir haben noch. ja gerade eine Frage Ja. reinbekommen, Philipp. Das passt auch schon ganz gut. Themenwechsel. Hast du eine Routine, Rituale an einem Regattatag? Das hätte ich dich tatsächlich auch fragen wollen. Also wann stehst du auf? Was ist dein Regatta-Frühstück? Wann geht's in den Hafen? Wärmst du dich auf, bevor du aufs Wasser gehst? Wann fährst du raus, um rechtzeitig auf dem Racecourse zu sein? Ja, also genau diese Routine. Wie sieht so ein Tag eines Weltmeisters aus, wenn er weiß, heute fahre ich zwei WM-Rennen? Ja, Rituale verstehe ich eher so ein bisschen abergläubisch, ob ich das bin oder nicht. Eher nein. Also Routinen und Rituale versuche ich ein bisschen zu differenzieren. Routine, ja, also Routine, riesengroßes Ausrufezeichen dahinter, weil je stressiger der Wettkampf wird oder je mental schwieriger, desto wichtiger ist, finde ich, dass man an Routinen keine Gedanken mehr verschwenden muss. Also an Abläufe, die sich immer wieder wiederholen. Wenn man immer wieder gleich macht in der Unterkunft. Also es fängt bei so einfachen Dingen an, aber man spart auch einfach Ressourcen. Und wir versuchen in etwa zur gleichen Zeit vor dem ersten Start aufzustehen, haben unser Frühstück, wir recherchieren über den Wind, also sich beziehen unsere verschiedenen Quellen. Dann haben wir unsere Vorbesprechung zum Wind normalerweise mit, also zu dritt im Team, Nick, Alex und ich, setzen unsere Keypoints, was wir glauben, was für diese Bedingungen auf diesem Wettfahrtkurs, wenn der sich ändert bei der Windrichtung, bei der Vorhersage und so weiter, was die relevanten Faktoren sind für zwei differenzierte Sachen. Versuchen, Ja, auch Aussetzer. die Keypoints niederzuschreiben. Das habe ich gehört, aber ich rede einfach weiter, ohne Inhalt. Wir haben gerade ein paar Aussetzer, Philipp. Ja, das war. Ja. Okay, also es ist zum Ich Teil. denke, wir können weitermachen. Er ist zum Teil angekommen. Wir haben hin und wieder Aussetzer. Das liegt sicherlich nicht daran, dass du irgendwo in den bayerischen Bergen bist, sondern das scheint das schlechte Netz hier in Hamburg zu sein. Machst du Sport am Morgen bei einem Wettfahrttag oder auch an einem Trainingstag? Wie sieht es aus auch mit Sport nach der Wettfahrt, also Regenerationssport nach so einer Wettfahrt? Im Training kommt das schon vor. Was ich jetzt zum Beispiel für sinnvoll erachte, ist zu sagen, es gibt zwei Wassertrainingszeiten am Tag. Zum Beispiel entweder wir gehen um 10 Uhr aufs Wasser oder wir gehen um 13 Uhr aufs Wasser beispielsweise und nicht eine kurzzeitige Verschiebung, weil dann können sich die Trainer oder der Trainer am Vortag oder am frühen Morgen sagen, okay, wir verschieben von 10 Uhr auf 13 Uhr. Dann hat man nämlich plötzlich ein großes Zeitfenster, um Sport zu machen, also den vorzuziehen quasi, zu regenerieren, was wichtig ist, vorm Segeln, Mittag zu essen und dann aufs Wasser zu gehen. Das halte ich für einen ziemlich guten Plan eigentlich, um vor dem Segeln noch einen Sport zu machen. Was ich nicht so gut finde, weil ich überhaupt kein Freund davon ist, so einen Halbstundentakt zu verschieben, weil dann kriegt man genau gar nichts mehr hin. Bei der Regatta Frühsport eher nein meistens, weil wir eh schon zu viel zu tun haben eigentlich am ganzen Segeltag. Aber so ein bisschen ja, warm zu werden ist nicht schlecht, wenn man das kann. Allein schon ein bisschen dehnen, wer Yoga mag, Yoga oder auf einer Blackroll rollen vorher so als kleine Aktivierung. Und danach warm machen und dehnen ist immer sinnvoll, glaube ich. Versuchen wir häufig, aber es ist auch noch nicht immer leicht. Also laufen, wenn es kalt ist, dann muss man schon lange laufen, um wirklich warm zu werden. Wenn man ein Fahrrad auf der Rolle hat, bei wichtigen Wettkämpfen in Japan zum Beispiel, nehme ich dann Fahrrad und Rolle mit, dass ich das dann quasi in der Unterkunft machen kann, ohne irgendwo hinfahren zu müssen. Das ist mir dann schon wichtig. Ich glaube, das war jetzt deine 12. Senioren-WM, ist das richtig? Ja, richtig.
Warum hat es denn jetzt beim 12. Mal zum Weltmeistertitel geklappt und 11 Mal vorher nicht? Du warst ja nun wirklich schon oft auch nah dran, warst ja am Podium häufiger. Gab es irgendwas Besonderes oder waren es jetzt auch einfach dann mal die Bedingungen, die passten? Ja, dass es bei der allerersten nicht klappen kann, glaube ich, das ist logisch. Da war ich einfach zu jung. Dann irgendwann nach einigen Weltmeisterschaften musste ich selber erstmal an den Punkt kommen, zu sagen, ich will aufs Podium. Und irgendwann, und ich glaube, so richtig, richtig ernst und offiziell war das erst 2017, als ich dann mir selber nicht nur gesagt haben, ich möchte Medaillen gewinnen, sondern ich möchte irgendwann mal den Titel gewinnen. Ich möchte jedes Mal vor der Regatta, bevor die losgeht, auf dem Revier stehen können und sagen, so, ich will jetzt hier mit um den WM-Titel kämpfen. Und das kannst du eben nur dann ehrlich zu dir selber und auch der Öffentlichkeit gegenüber sagen, wenn du richtig vorbereitet bist. Und der Punkt allein hat mich ungefähr 9 oder 10 Jahre gekostet. Oder 10 Weltmeisterschaften, bis ich dann quasi 2017, 2018, 2019 und 2020 bei den Weltmeisterschaften quasi ehrlich mir selber sagen konnte, der Titel ist jetzt das Ziel. Wohl wissend, dass das nur, wenn man gut vorbereitet ist und sich das Ziel setzt und das meinetwegen auch kommuniziert, dass man das dann auch gleich erreicht. Das ist ja noch eine andere Sache. Und 2020, da hat dann einfach alles zusammengepasst. Der Kopf war gut, war, glaube ich, ein großer Unterschied, und die Bedingungen haben gepasst. Du organisierst ja dein Training mit GoalScape. Das ist ein Programm, was Markus Bauer vor über 20 Jahren erfunden hat. Auch kein ganz schlechter Segler, aber Vize-Weltmeister, dreimal Europameister im 49er, zweimal bei den Spielen, auch sonst ein ganz helles Köpfchen. Und GoalScape hilft einem im Grunde dabei, ein Ziel in seine ganzen Bestandteile aufzugliedern, um zu gucken, was ist nun wirklich relevant. Markus sagt, der einzige limitierende Faktor ist die Zeit. Was war dein Key Learning mit GoalScape? Also ich benutze es nicht sehr regelmäßig, aber einfach, wenn man irgendwann ein Gefühl dafür bekommt, glaube ich, was aktuell so ungefähr die größten Baustellen sind. Aber ich halte es extrem gut. Man kann es mit GoalScape machen, das ist natürlich relativ übersichtlich. Aber wenn man es nicht hat, halte ich es immer für sinnvoll, sich mal Gedanken zu machen, was alles relevant ist, um am Ende sein Ziel zu erreichen. Bei mir habe ich gesagt, in die Mitte von einem Blatt Papier beispielsweise kann man es machen, schreibt man sein Ziel hin, Weltmeister. Und dann schreibt man theoretisch im Prinzip Mindmap-mäßig alles drauf, was irgendwie da relevant ist. Bootspeed, Startskills, Manöverskills, guter Trainer, Strömungsmessungen, also wirklich alles. Fitness muss natürlich mit reinspielen, Material muss reinspielen, Geld muss im Endeffekt auch mit reinspielen, sonst kann man sich das Material nicht kaufen und die Trainingspartner oder die Trainingsbedingungen nicht schaffen. Und wenn man versucht, wirklich mal das einmal aufzuschreiben, sich ein bisschen Zeit gibt, drüber nachdenkt, noch mehr Sachen aufzuschreiben und das dann in wenige Kategorien zusammenbündelt, sodass noch die Übersichtlichkeit da bleibt, dann kann man anfangen, das noch gegeneinander gewichten. Das ist eben mit GoalScape relativ spielerisch möglich. Und was eigentlich dabei rauskommt, ist ein guter Überblick über das, was wirklich wichtig ist und was einem quasi die höchste Priorität sein sollte, weil es einen am schnellsten, am weitesten vorwärts bringt in der Kampagne. Ob das mit GoalScape ist oder nicht, weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist ein ganz großer Faktor, die Prioritäten zu kennen. Was ist relevant? Bringt mich jetzt das Segeln auf dem Wasser wirklich viel weiter oder muss ich einfach nur 3 Kilo abnehmen und dann läuft alles wieder? Das ist, glaube ich, die Frage, die man sich immer wieder stellen muss, immer wieder aufs Neue. Und auch wenn ich jetzt Weltmeister wurde, heißt es das nicht, dass ich jetzt einfach alles genauso wieder mache, wie ich es für die WM in Melbourne gemacht habe. Also die Rahmenbedingungen sind immer anders. Das nächste Revier ist ein anderes. Die körperlichen Voraussetzungen müssen vielleicht ein anderes sein. Mein Alter. Oder was heißt, mit 30 bin ich auch nicht mehr 22, logischerweise. Und dann gibt es plötzlich andere Baustellen, die dann kommen. Dann tut mein Knie weh, dann tut mein Rücken mehr weh. Und dann muss man das immer neu anpassen und immer wieder sehen, was ist denn jetzt eigentlich das Wichtigste und was ist das Zweitwichtigste und was muss vielleicht geändert werden.
Dieses Scheid-Interview 2006, da habe ich eine Frage gefunden. Es war immer auffallend, Scheid war ja nicht immer von Beginn an vorne damals, als er in Serie gewonnen hat, sondern er war immer zum Schluss vorne. Ich habe ihn gefragt: Do you consider every race single or do you consider the whole regatta as a series of races? Also, ne, gehst du in jede Wettfahrt einzeln rein und betrachtest jede für sich oder guckst du dir schon die Serie als Ganze ein? Und er hat gesagt: Nein, nein, ich gucke mir die Serie als Ganzes ein. Ich versuche es auch erstmal konservativ anzugehen. Erik und Tommy haben ja in Rio mal ausgerechnet, was wird wohl der Punktedurchschnitt sein, um Silber zu gewinnen. Gold hatten sie für Berling vorgesehen und haben sich die Regatten der letzten Jahre rausgenommen, haben festgestellt, ich glaube 4,6 war da der Schnitt. Wenn sie im Mittel 4,6 fahren, gewinnen sie Silber. Und dann ist man auch mal entspannt, wenn man an der Lufttonne nur als Neunter oder Zehnter ankommt, weil man sagt, naja, das passt schon alles. Wie gehst du an so eine lange Regattaserie ran? Ja, im Prinzip ähnlich. Ich habe mit Erik da auch schon drüber gesprochen, über genau das. Bin da also ein kompletter Freund davon. Auch das mit dem Punktedurchschnitt, da kann man relativ nahe treffen, aber man trifft es nicht genau. Also hätte ich jetzt einen Punktedurchschnitt mir ausrechnen wollen, den ich gebraucht hätte für den WM-Titel, dann wäre ich da ziemlich falsch gelegen. Aber ich sag mal, für die Top 3 ist meine Berechnung, ich glaube, das ist irgendwie so ein sechster, fünfter bis sechster Platz. Durchschnitt ist man ziemlich sicher auf dem Podium und das finde ich hilft schon sehr genau, was du sagst, dass man an der Lufttonne beispielsweise nicht zu risikoreich wird, bloß weil man jetzt mal 15. ist. Wenn ich 15. bin und ich sehe, na gut, ich hole noch 5 Plätze auf, dann bin ich 10. Und bin 4 Punkte hinter meinem Tagestarget quasi, aber habe noch eine Wettfahrt theoretisch. Das entspannt einen, finde ich, unheimlich und man wird nicht zu risikoreich. Ansonsten ist es aus meiner Sicht jetzt mir bei der WM sehr, sehr gut gelungen, immer in dem Moment zu sein. Also in jeder Wettfahrt, in jeder Situation, in jeder Wettfahrt quasi, die Gedanken möglichst zu 100% an dem Relevanten zu haben, was mich jetzt in diesem Moment oder was in diesem Moment die beste rein segeltechnisch sinnvollste Entscheidung ist. Und wenn immer der Gedanken abschweifen an was wäre, wenn ich jetzt gegen den Dreher fahre oder wenn die anderen sind oder was passiert dann mit dem Gesamtergebnis, mit der Olympia-Quali, was sagt der Trainer, was denkt der sich jetzt gerade und so weiter. Alles das, was quasi nebensächlich ist für die eigentliche Entscheidung, also sich Kompass, Windrichtung, Wellen, Speed, die Gegner und so weiter. Kurslage, das sind Ablenkungsfaktoren. Das ist aus meiner Sicht der größte Faktor, den man mental irgendwie in den Griff kriegen muss, dass man in der Wettfahrt quasi immer nur in dem Jetzt ist. Schöner Übergang zur Publikumsfrage, die wir gerade reinbekommen. Du hast Konzentration hier angesprochen. Die Frage lautet: Machst du mentales Training? Also ich mache es nicht mit jemandem Externes. Oder mit einem Mental oder mit einem Psychologen oder sowas. Ich möchte aber nicht sagen, dass es falsch ist. Also es gibt Sportler, die das, glaube ich, die sehr erfolgreich sind ohne. Es gibt welche, die sehr erfolgreich sind mit. Es gibt welche, die mögen es. Es gibt andere, die finden es eher zu viel Zeitaufwand vielleicht. Ich gehöre wahrscheinlich eher zu den Zweiteren, schließe es aber nicht aus. Wenn es der Richtige ist und einer, der wirklich Erfahrung hat mit guten Sportlern oder vielleicht sogar selber einer war und die Situation kennt, dann glaube ich, kann der einem helfen. Ich sehe es nur beim Segeln immer schwierig, weil der Mentaltrainer ist maximal am Vorabend per Skype irgendwie zuschaltbar. Der andere greifbare Mentalcoach ist der Trainer, den man hat, nämlich zwischen der Wettfahrt. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht der, der die Tools kennen muss, der seinen Sportler kennen muss, weil wenn du an einem Tag mit einer Wettfahrt eine schlechte Wettfahrt segelst, dann kann dir sowieso keiner helfen. Außer du hast vorher die Grundeinstellung, die richtige. Also außer du wirst vorher quasi richtig eingestellt. Klar, das ist wichtig, aber wichtig wird es dann, wenn du zwei oder mehrere, sagen wir mal, Wettfahrten an einem Tag hast und die erste ist in Sand gesetzt. Sagen wir mal, das ist dein Streicher. Und dass du dann wieder von dem Trainer, der mit auf dem Wasser ist oder Betreuer, dass du dann den richtigen Input bekommst, sei es fachlich oder mental relevant. Und da kann eben auch der Mentalcoach zu Hause in Europa oder sonst wo nicht wirklich helfen, sondern da kann nur der Coach eingreifen. Deshalb glaube ich, ist es immer so eine Frage. Man kann Tools mit ranbekommen,
Aber ich glaube, sinnvoll wäre immer, wenn der Coach den Sportler richtig gut kennt und wenn die Bindung gut funktioniert und der Coach als Mentalcoach quasi dienen kann. Höre ich daraus, du hast keinen Sportpsychologen, noch nie mit einem gearbeitet? Noch nie ist nicht ganz richtiger, zwei, drei Sitzungen mit jemandem, der vom Verband irgendwie mitgekommen ist. Also quasi nein. Also Jochen Schümann, der hatte da damals auch eine ganz klare Meinung, der sagt, ein Champion muss klar im Kopf sein, muss stark im Kopf sein und wenn er das nicht ist, dann hilft er auch kein Sportpsychologe. Also der war da auch relativ rigoros. Ja, so ähnlich hat es tatsächlich David Howell mir auch erzählt. Eigentlich fast deckungsgleich über Ben Ainslie, ohne jetzt behaupten zu wollen, dass Ben Ainslie nie einen Sportpsychologen hatte, das weiß ich jetzt nicht, aber David und Jochens Meinung hatten sich dann da offensichtlich gedeckt. Was bei Ben Ainslie ja auffallend war, scheint glaube ich auch, ist, je höher der Druck war, desto besser haben die performt. Also man merkte, die brauchten Druck, die haben das geliebt. Wenn sie vollkommen am Limit waren, wenn es wirklich um die Wurst ging, dann haben die ja immer noch mal einen rausgehauen. Wie sieht das bei dir aus? Liebst du Druck? Findest du das toll? So, jetzt geht es richtig um die Wurst und mit Freude gehst du da rein? Lieben, nein. Tendenziell würde ich aber sagen, ich performe im Vergleich zu meiner Umgebung wahrscheinlich bei Wettkämpfen, die wichtiger sind, eher besser, als ich bei unwichtigeren Wettkämpfen performe oder im Training. So gesehen, ich bin ein bisschen ähnlich, aber ob ich jetzt mag, weiß ich nicht. Also weniger Druck ist meistens schon besser und angenehmer, aber bei so mancher Kieler Woche, wo viele Leute dann auf einen schauen und mehr Trubel ist als Deutscher und dann irgendwie ein Duell zwischen Scheidt und mir irgendwie entstanden ist, aus welchem Grund, also in den Medien quasi, da war dann schon relativ viel Druck da auch. Da war ich dann selber teilweise erstaunt, wie das alles so funktioniert hat. Wir kriegen eine Frage vom Publikum. Wie oft wechselst du Boot und Segel? Schnell beantwortet. Jedes Jahr ein neues Boot. Also ich habe mindestens zwei Boote und die wechsle ich quasi dann immer nach 2 Jahren aus. Also ein Boot kaufe ich im ersten Jahr, das zweite im zweiten Jahr und im dritten Jahr kaufen wir wieder ein neues und verkaufe das aus dem ersten Jahr. Ungefähr so. Und Segel, eine Regatta. Wenn es nur Leichtwind war, vielleicht noch eine zweite. Aber auch nur, wenn es keine WM ist. Ansonsten eigentlich eine Regatta. 10 Tage Training, dann ist eigentlich schon wieder die nächste Regatta, neues Segel, Training in Ferdi etwa. Ziegelmeier sucht immer ein schönes Boot für dich raus, dass das auch alles mastgerade drin steht. Ja, die Zeiten sind tatsächlich auch vorbei, dass da bei den europäischen Booten zumindest viel Unterschiede sind. Also ich gehe hin, ich habe bis jetzt noch, bis auf einmal, glaube ich, immer meinen drei mindestens Boote gewogen, fand ich wichtig. Mastfall gemessen und aus den letzten Jahren festgestellt, meistens kam es dann zur Lenzerentscheidung, wie sauber der eingebaut ist. Wir kommen mal zum Themenbereich Taktik. Kannst du mal versuchen, deine Amwind-Taktik zu beschreiben? Ja, ist ein bisschen schwierig, das jetzt alles auf dem alles quasi zu formulieren. Ich versuche es mal. Also ich denke, zum Beginn einer Wettfahrt ist die Strategie ja relativ wichtig, weil bei einer, sagen wir mal, neutralen Linie oder vor dem Start sind alle gleich auf. Und nach dem Startschuss kannst du erst anfangen mit der Taktik, also dich um die Gegner zu kümmern, wenn du wirklich vor denen bist. Das wäre natürlich immer die einfachste Möglichkeit. Du startest, bist schnell in einer Position vor den anderen, vor deinen Gegnern und dann kannst du dich quasi mit den Gegnern auseinandersetzen und einfach nur vor denen bleiben versuchen. So, das ist das Optimum. Aber dafür musst du erstmal in die Position vor die Gegner kommen. Entweder indem du an der bevorteilten Linienseite startest, was natürlich alle wollen, oder weil du den strategisch besten Kurs auf der Startkreuz erkennst, was schon ein bisschen diffiziler ist. Und dann, wenn es offensichtlich ist, wollen da auch wieder alle hin und dann wird der Pfad auch schon wieder schwierig. Das heißt, zum Beginn einer Wettfahrt, denke ich, überwiegt eher die strategische Entscheidung. Also wo komme ich am schnellsten quasi vor meine Gegner
durch Ausnutzung beispielsweise der Startlinie, der Strömung, der Winddreher oder Windstärkeunterschiede und so weiter. Und je länger die Wettfahrt dauert, desto eher überwiegt dann die Taktik, bis es auf der Zielkreuz dann quasi ein Match Race ist. Entweder du attackierst den davor oder du verteidigst deine Gegner dahinter. Dann ist es quasi am Anfang zum Startschuss nahezu 100% Strategie und dann verschiebt sich das zunehmend mehr Richtung Taktik. Strategie hat ja viel mit Intuition zu tun. Kann man das lernen? Boah. Wieso Intuition? Naja, nehmen wir mal an, du liegst an einer relativ neutralen Startlinie bei einem relativ neutralen Auflandingwind und versuchst irgendwie ein Gefühl zu bekommen, das geht jetzt eher über rechts oder das geht eher über links. Dann hat man ja irgendwie so eine Quote, ne? Die liegt vielleicht nur bei 50-50 oder bei 70-30, aber irgendwie mal liegt man richtig, mal liegt man verkehrt. Man hat natürlich so ein paar Indikatoren, aber es bleibt ja immer so ein Restrisiko. Also am Ende des Tages muss man ja doch auch so ein bisschen auf seinem Bauch hören. Hast du das Gefühl, dass man da über die Jahre die Quote höher kriegt, einfach durch Erfahrung? Hast du das Gefühl, deine Quote ist gut? Meine war immer wahnsinnig schlecht, deswegen frage ich einfach mal so. Also ich denke, ja, du hast schon recht, das ist so ein Bauchgefühl, Glücksfaktor immer mit dabei. Nicht immer, aber in vielen Situationen weiß man es einfach nicht. Da kann man noch so viel recherchieren und kriegt es dann nicht ganz hin. Aber ich bin Verfechter davon zu sagen, wenn du dich mehr bemühst als die anderen, dann bist du im Durchschnitt auch eigentlich richtiger als die anderen. Das heißt nicht, dass du bei jeder WM, wo es manchmal in einem Rennen drauf ankommt, die richtige Entscheidung aus dem Bauch raus zu treffen, dass du die trotzdem falsch treffen kannst. Aber wenn du versuchst, die Quantifizierung zu machen, ich glaube, das ist ein Punkt, der ist echt schwierig. Welcher Faktor hat was für eine Sekunden- oder Meterzahl für ein Gain oder ein Loss? Also sprich, du hast auf der linken Kursseite vielleicht eine günstigere Strömung, du hast aber auf der rechten Seite ein bisschen mehr Wind. Dann geht es ja schon los. Das sind vielleicht noch Sachen, die man gegeneinander aufwerten kann. Aber das ist ja dann schwierig zu sagen, wie viel ist der Strömungsvorteil auf der linken Seite, wie viel ist der Windvorteil. Da müsste man schon ein bisschen mehr rechnen. Machst du so einen Seitencheck mit einem Trainingspartner? Einer 3 Minuten rechts, einer 3 Minuten links und dann guckt mal, wo man sich oben trifft? Ja, wir versuchen das gerade wieder zu implementieren, weil ich glaube, der Seitencheck mehr Informationen hat als man glaubt. Also was wir machen ist im Prinzip, wir versuchen jetzt, das ist noch ein bisschen Übungssache, versuchen wir einen spätestmöglichen sinnvollen Zeitpunkt nur von der Startlinie auszumachen in der Trainingsgruppe. Das wäre so, glaube ich, 35 Minuten, hatten wir gesagt, vor dem Ankündigungssignal oder vorm Start, treffen wir uns da auf einen Seitencheck. Wer nicht da ist, fährt nicht mit. Das heißt, das ist die Segleraufgabe. Währenddessen misst der Trainer möglichst Minimum 4 Punkte auf dem Racecourse. Lufttonne, Lehtonne fährt sowieso jeder rum, links, rechts, um ein grobes Bild davon zu bekommen, was strömungstechnisch abläuft. Bei der Gelegenheit links und rechts versuchen auch Wind, also in den Windmast zu gucken und zu schauen, ob es einen signifikanten Windunterschied geben könnte, der sich eventuell mit dem subjektiven Gefühl decken kann. Und mit den Ergebnissen, die Sportler nachher dann aus dem Seitencheck eventuell mitbringen. Währenddessen können wir Sportler, kriegen wir eine Information, wie signifikant der Unterschied ist über den Seitencheck, wie die Windcharakteristik ist, sehr drehend oder nicht, sehr löchrig oder nicht. Ist bei Meerwind natürlich schwierig, weil beim Laser kannst du natürlich durch mehr Hängen auch mehr Bootspeed haben, aber du willst dich auch nicht ermüden. Das heißt, bei leichterem Wind geht das alles leichter mit dem Sidecheck, bei viel Wind ist es sehr schwierig. Da machst du dann 50 Meter Unterschied bei einem Sidecheck nicht so viel aus. Bei leichtem Wind sind 50 Meter schon eher signifikant, denke ich. Ja, und dann versucht man einfach im Prinzip all die Informationen unten mal auszuwerten, zusammenzurechnen, abzugleichen mit den Vorhersagen, mit den Prognosen, die wir am Tag, am Morgen zuvor quasi besprochen haben, ob es eine Tendenz gibt, ob man was an anderen Fleets ablesen kann, die entweder auf anderen Kursen weiter in Luft sind oder das Goldfleet, das gelbe Fleet, was vor einem startet, ob man irgendwelche Tendenzen feststellen kann,
und so weiter. Das soll einfach so ein bisschen Überblick geben, wie wir versuchen, möglichst viele Daten irgendwo rauszuholen. Und wenn dann alles nach all dem Angeguckten quasi zu einem, ja, ich weiß es nicht, führt, dann ist das ja auch eine Information, dass es nämlich keinen so einen Riesenunterschied machen wird, wahrscheinlich. Und das allein ist ja auch schon eine Information. Also man muss genug Zeit vorm Start auf dem Wasser verbringen, um die Informationen zu sammeln. Wie oft kommt es denn vor, dass du dann doch letztendlich das Gefühl hast, ach, ich starte jetzt hier relativ ohne Plan und fange an, dann während der Wettfahrt zu improvisieren, was ja auch oft funktioniert. Hast du in der Also Regel einen ne Plan oder hast du in der Regel keinen Plan? ja, ich habe in der Regel schon einen Plan. Ja. Nicht immer einen Plan, aber kein Plan vorm Start ist meistens gleichbedeutend mit schlechtes Ergebnis. Das heißt, man muss, oder ich empfehle es, und ich habe selber noch nicht ganz durchgemacht, das ist auch immer schwierig umzusetzen, wenn man sich Pläne macht, muss halt auch immer von den Plänen dann wieder abweichen können, aber so genauso wie eine Routine an Land am Morgen ist es eine Routine vorm Start auf dem Wasser sinnvoll und auch eine Routine natürlich von 5 Minuten bis, also nicht bis zum 5 Minuten vorm Start bis zum Ziel letztendlich. Und wenn ich sage 5 Minuten vorm Start bis Start, dann gibt es halt meinetwegen auch irgendwo eine Zeit, die bei 2:30 liegt, bei Meerwind, wo man relativ schnell noch von A nach B kommt, wo man eine Entscheidung trifft, wo man jetzt startet. Bei Leichtwind ist die vielleicht bei 3 Minuten 30, wenn man sonst nicht mehr zum anderen Ende kommt. Und wenn man zum Beispiel diesen Zeitpunkt festgelegt hat, dann muss man vielleicht irgendwo einfach dann eine Entscheidung treffen. Und das ist meistens besser, als bis zum letzten Moment zu warten. Heißt nicht, dass ich das nicht auch dann manchmal mache, aber das endet dann häufig auch nicht in einem optimalen Ergebnis. Du segelst mit Kompass. Im Laser gibt es ja tatsächlich auch immer noch viele Top-Leute, die ohne Kompass segeln. Wie würdest du im Verhältnis setzen, Kompass segeln ist ja mehr so dann auch einfach mal eigenes Rennen versus Feldtaktik. Wie mittelst du das? Wie steht das im Verhältnis? Man muss es ja irgendwie ja so zusammen anwenden, dass es dann irgendwie auch matcht. Ja, das denke ich. Es gibt so ein paar Faktoren oder ein paar gute Beispiele, wo ich einen Kompass nutze. Es gibt einige Situationen, wo ich überhaupt nicht mehr drauf schaue im Rennen. Ich denke, der erste Punkt ist, die Charakteristik vom Wind kennenzulernen vor der Wettfahrt. Der zweite Punkt ist, das, was man auf dem Wasser hat, abzugleichen mit dem Wetterbericht. Muss man natürlich eine Kompassabweichung mit einberechnen, ist auch logisch. Aber wenn wir einen Wind aus 100 Grad erwarten und wir sind bei 70, dann ist das ja eventuell relativ wahrscheinlich, dass er noch in die Richtung dreht. Zumindest ist es eine Information, die einer ohne Kompass nicht hat. Zum Ausmessen, das wäre so der dritte wichtige Punkt, Ausmessen Startlinie und Kurslage. Also ist die Lufttonne genau Richtung oder 5 schon gesagt. Und dann geht es natürlich weiter, das hohe Bein, also zu festzustellen nach einer Gate-Ton-Rundung, bei der man entweder, eigentlich fast egal, wo man ist, ob man Erster oder irgendwo im Mittelfeld ist, von Anfang an zu wissen, fahre ich gerade hoch oder tief. Und da hat man oft genug eben keinen Anhaltspunkt. Da ist der Kompass eigentlich der wichtigste quasi Helfer. Wenn ich weit vorne dabei bin oder sehr weit am Ende, also sehr weit außerhalb am Kurs bin, Richtung Leylines, dann ist die Relevanz vom Kompass relativ gering. Also wenn ich nur auf meine Gegner gucke, gucke ich wenig auf den Kompass. Wenn ich auf der Leyline bin, logischerweise auch nicht. Und wenn ich jetzt sehr, sehr taktisch, also gegnerorientiert segel, ist der Kompass trotzdem noch eine Hilfestellung, um zu wissen, auf welcher Seite beispielsweise von meinen Gegnern oder von meinem Gegner positioniere ich mich eher, weil ich weiß ja ungefähr, auf welcher Seite der Windrange wir im Moment, der Wind aktuell ist. Ist er eher weit links oder ist er eher weit rechts? Und ohne Kompass wüsste ich das halt nicht. Man muss da wahrscheinlich sicherlich entscheiden, am Wind, ablandig und auflandiger Wind. Ne? Würdest du sagen, ablandiger Wind, Leichtwind, Mitte eher scheiße? Kann man das so sagen? Ja, ich versuche das ganz explizit quasi
noch klarzustellen und zu differenzieren, wann ist wo das Risiko auf dem Kurs? Vielleicht versuche ich so zu beantworten. Weil ich in meiner Karriere häufig, also entweder wurde es mir falsch vermittelt oder ich habe es falsch verstanden lange Zeit, habe ich verstanden, konservatives Segeln bedeutet aus der Mitte starten und in der Mitte segeln, nicht zu weit irgendwo Richtung Leyline. Aber ein Beispiel, was dagegen spricht, ist, oder zwei möchte ich bringen. Einmal weiß ich ein Rennen bei den Olympischen Spielen in Rio, bei denen die Strömung, der Strömungsvorteil auf der rechten Seite so krass war, dass im Prinzip 100% des Feldes im letzten 10% rechts waren. Und wenn du nur am linken Rand von diesem vom Feld warst, warst du schon am Ende quasi. Also das ist ein Beispiel, weshalb in der Mitte segeln nicht immer risikofrei ist, sondern das geringste Risiko war da einfach rechts zu starten und Anschlag rechts zu fahren, weil das gab den größten Vorteil und mit ziemlicher Sicherheit eben. Das heißt, wenn man sich jetzt einen Kurs anschaut, beispielsweise aus der Draufsicht, und man kommt mal weg von dem Gedanken, in der Mitte ist das geringste Risiko, und versucht sich quasi mit einer ja, mit Farben das kennzuzeichnen, wo ist eine Risikozone, strömungsbedingt, windstärkebedingt, windkrümmungsbedingt, wellenbedingt und so weiter. Und das quasi übereinander lagert, dann sieht man, wo ist es am dunkelsten und das ist eher so die größte Danger Zone und wo ist es am hellsten. Und das kann eben stark variieren. In meinem Strömungsbeispiel aus Rio wäre eben quasi ganz rechts außen wäre die hellste Fläche gewesen, weil da wäre strömungstechnisch einfach so ein signifikanter Vorteil, dass alles andere einfach dunkel ist. Quasi viel hohes Risiko. Bei einem ablandigen Wind, der, wie wir es auf Mallorca teilweise oder in Aarhus kennengelernt haben, mit einem Spektrum von über 30 oder 40 Grad, ist natürlich allein von dem Winddreher plötzlich die Mitte relativ risikofrei, weil du ab einer gewissen Aussegelung der Seite quasi eine riesen Überhöhe hast plötzlich. Das heißt, dann ist das ein ganz anderes Spiel. Und bei sehr gleichmäßigem Wind, perfekt gleichmäßig in Richtung und Stärke, wäre quasi der gesamte Segelbereich mehr oder weniger identisch von der Risiko. Also dann ist auch auf die Leylinefahren nicht mehr kein großes Risiko mehr, wenn du an der ersten Reihe bist, weil du hast keinen Dreher zu erwarten, du hast genauso viel Wind wie auf allen Seiten. Dann kommt halt der nächste Faktor noch dazu, es fällt, wenn dein Start nicht gut war und du bist hinten dran. Und auf der Leyline, dann wird die Leyline schon wieder zum Risiko für dich, weil du eben dann in langen Abwinden segeln musst oder einen Umweg fahren musst. Auf der anderen Seite ist es im Startbereich eben vielleicht genau sinnvoll, am Rand loszufahren, bei sehr gleichmäßigem Wind, weil es in der Mitte einen Staueffekt gibt. Das wäre jetzt genau meine nächste Frage, auch bevor wir dann zu einer Publikumsfrage kommen. Wie viel Risiko gehst du beim Start? Also vor allen Dingen, wenn die Linie nicht ganz neutral ist, wie nah gehst du bis an die Ecke? Sagst du, okay, ich bin dann der Pinhead Nummer 1? Oder sagst du, okay, wenn ich oben Top 10 bin, reicht das? Ich muss da nicht maximales Risiko gehen. Und dann vielleicht auch noch Anschlussfrage: Landpeilung bei jedem Start oder auch nur, wenn es die entsprechenden Bedingungen sind? Landpeilung ist eine schöne Frage, komme ich gleich drauf, aber das davor ist, ich bringe vielleicht ein Beispiel von der WM, was ich gut fand. Der letzte Tag der Weltmeisterschaft jetzt, drei Wettfahrten sind noch angestanden oder haben angestanden. Ich musste ja mal mindestens zwei noch ziemlich gute segeln, damit ich irgendwie von einem WM-Titel da sprechen kann oder von einer reellen Chance. Also es war ja noch nichts gegessen, auch wenn es ergebnistechnisch vielleicht so aussah. Und der Druck, wenn man so will, oder die Anspannung und der Gedanke an möglichen Weltmeistertitel, der war ja da. Das heißt, dann eben zu vorsichtig zu werden, gleichbedeutend mit ich starte weiter in der Mitte, ist natürlich sehr naheliegend. Und was mir sehr geholfen hat, war einfach eine Risikoabwägung. Ich habe gesagt, okay, eigentlich möchte ich links starten. Aber ganz am Pin-End, wenn viele los wollen, traue ich mich wahrscheinlich nicht, weil wenn ich loskomme, dann komme ich los. Wenn nicht, dann habe ich ein Riesenproblem. Dann fahre ich lieber vielleicht 10 Boote, vielleicht 15 Boote weiter rechts vom Pin-End los,
irgendwo, wo ich glaube, die Linie am meisten durchhängt, wo ich vielleicht einfach ohne Probleme Meter vor den anderen losfahren kann. Aber dann habe ich eine wichtige Info bekommen von Alex, und zwar, dass der Strom ungefähr für den relativ starken Wind, ich glaube, es waren 6, 7 Meter, genau quer zur Linie kommt, nämlich von links nach rechts. Und das war für mich natürlich eine dankbare Info, weil das bedeutet so viel wie am Pin-End aufstellen ist überhaupt kein Problem, weil man quasi hochgedrückt wird und da ist viel Platz. Und so eine Info, die hilft dann. Dann traue ich mich auch zum Pin-End. Wenn der Strom in die andere Richtung gegangen wäre, dann ist es extrem wahrscheinlich, weil viele Leute eben diese Info nicht haben oder vielleicht nicht richtig einschätzen können, dass die sich zu nahe aufstellen und dass es einen Riesenpulk gibt und die ineinander kentern und so weiter. Und ich glaube, das sind wichtige Punkte zu sagen, wie hoch ist das Risiko wirklich? Und das ist eben am Pin-End nicht immer gleich. Auch wenn die Linie 5 Grad bevorteilt ist, in beiden Fällen ist sie manchmal extrem entspannt und manchmal eben nicht. Das war Teil 1. Teil 2 Landpeilung. Ein riesengroßer Punkt, an dem wir uns eigentlich beschäftigen. Es ist ja eigentlich ein banales Thema. Sich eine Landpeilung zu nehmen, hat jeder schon mal gehört, aber es ist extrem wichtig und ich konnte es auch die letzten 4 Jahre ziemlich gut beobachten, wie es im Laserfeld von ein paar Leute fahren, die Routine jeden Startversuch ab. Bei 4 Minuten sind sie am Startboot und suchen sich genau die Landpeilung. Und das immer wieder bei jedem Startversuch. Da waren es eben noch wenige und zwischenzeitlich sind es, würde ich sagen, 80% der Leute. Man sieht kaum noch die Landpeilung, wenn man nicht rechtzeitig dran ist, weil so viele Leute dastehen und versuchen, die genaue Landpeilung zu treffen. Und ja, wir haben ein paar Tools entwickelt, um eben nicht nur eine Landpeilung, sondern eine zweite Landpeilung, quasi ein bisschen einfach um das, na, wie soll ich sagen, die Landpeilung an sich genau zu nehmen, das ist der erste wichtige Punkt. Also wirklich genau möglichst am Kopf 1 Meter von der Peilstange genau übers Pinnen zu gucken. Jetzt hängt leider kurz das Video. Philipp, du warst 10 Sekunden Ja, ich weg. habe hier nämlich auch gerade kurz eine Info bekommen, dass. Ja, also ich war. Hier läuft es wieder. Option 2 warst du gerade. Option 1 habe ich verstanden. Option 2. Sind wir bei Landpeilung, oder? Genau, du hast gesagt, man holt sich einmal die ganz präzise wirklich bei dran und jetzt gab es noch eine Alternative, wo du gerade angesetzt hast. Ja, genau, die präzise Landpeilung, das ist schon mal das Allerwichtigste aus meiner Sicht. Man muss sich wirklich am Startzeitpunkt genau sicher sein, wo die Landpeilung wirklich ist. Weil sonst bringt einem die Landpeilung auch nicht viel, wenn man sagt, ah, ich bin mir nicht mehr genau sicher, ich baue lieber wieder einen kleinen Puffer ein, dass ich safe bin. Das ist dann schnell eine Bootslänge und das kann ja extrem relevant sein. Also das bringt wirklich nur dann was, wenn sie 100% sicher drin ist. Und dann noch eine zweite mit einem gewissen, dem nehme ich dann im Idealfall, sagen wir mal im theoretischen Fall 4 Bootslängen hinterm Committee End, auch übers Pin-End rüber. Und dann kann ich mehr oder weniger im Vorstart, Bereich, also sagen wir mal bei 40 bis 20 Sekunden davor, in etwa abschätzen, wie weit ich hinter der Linie bin. Weil wenn ich einfach immer weiter vorfahre, bis ich meine Landpeilung sehe, dann ist es wahrscheinlich eher der Frühstart. Und ich will auch nicht die Leute weiter nach vorne ziehen, sondern ich will eigentlich kurz bevor ich losfahre, sagen können, wie viele Längen bzw. wie viele Sekunden ich hinter der Startlinie bin. Und da ist halt eine zweite Landpeilung dann auch relevant. Und jetzt noch ein letzter Punkt. Eigentlich ist es, je schwarzer die Flagge ist, also bei Black Flag, finde ich es eigentlich immer interessanter, weil natürlich die Leute ängstlicher sind, also ist der Liniendurchhang größer und je schwieriger die Landpeilung zu nehmen ist, also weil die Sicht schlecht ist oder wenn man sie nur nach Luft nehmen kann, desto größer sind eigentlich die Chancen, dass man einen Unterschied machen kann zu den Gegnern. Machst du das auch nach Luft? Ist schwierig, aber ja, versuche ich. Ging auch schon mal in die Hose, also es ist ein langer Prozess, aber alles ist irgendwie hilfreich. Um eben einen Unterschied zu machen. Da darf man sich nicht zu bequem sein und das kostet natürlich auch viel Zeit, so zwischen einem Startversuch irgendwie
die Zeit genau zu nehmen, wenn man keine GPS-Uhr irgendwie an Bord hat, aber gleichzeitig zum Pin-End zu fahren, sich die Landpeilung zu holen und dann wieder zurückzufahren, dann wird die Zeit ziemlich Ja. eng. Da hat man auch keine Zeit mehr irgendwie zum Coach zu fahren, aber das ist dann halt part of the game. Frage aus dem Publikum: Wenn du noch mal die Chance hättest, würdest du lieber dich auf dein Berufsleben konzentrieren oder wieder Segler werden? Da ich die Antwort erahne, möchte ich da noch ergänzen, weil so eine ähnliche bei mir hier auch in meinen Fragen steht. Nun sag doch bitte mal einem 18-jährigen talentierten Abiturienten, warum soll er denn Höchstleistungssport Segeln betreiben, anstatt Fulltime zu studieren? Was hat für dich deinerzeit den Ausschlag gegeben, dass du dich für diesen Weg entschieden hast? Also erstmal die Frage beantworten. Ich würde es auf jeden Fall immer wieder so machen, weil ich Freundschaften damit geknüpft habe, die ich, glaube ich, mein Leben lang erstens nicht vergessen werde und auch nicht verlieren werde. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Das müssen ja nicht unbedingt extrem viele sein, aber ein paar sehr, sehr wertvolle. Es sind Erlebnisse, die ich gesammelt habe, die einfach viel emotionaler sind, als sie, glaube ich, ein normaler, nenne ich es jetzt mal, Bürger mit einem normalen Beruf so erlebt. Ich glaube, ein eigenes Kind bekommen ist wahrscheinlich noch emotionaler, das sagen die meisten, deshalb glaube ich das auch erstmal. Aber dahinter kommt ziemlich sicher irgendwo im Leistungssporterlebnis, würde ich jetzt einfach mal sagen, glaube ich. Man macht Sport, man ist draußen, man hält seinen Körper fit und es ist nicht für immer. Es ist für einen Lebensabschnitt. Der kann sein 4 Jahre, der kann sein 10 Jahre. Es sind Momente, bei denen man die Welt sieht, man Freundschaften, wie gesagt, knüpft, viel organisatorisch fürs Leben lernt, was man selbst in einem Studium aus meiner Sicht nicht lernt. Da lernt man vielleicht ein paar mehr fachliche Sachen, aber organisatorisch so eine Kampagne zu managen, seine Persönlichkeit weiterzuentwickeln, ich glaube, das ist was, was der Leistungssport extrem gut ausbildet. Und das Studium kann dann zum richtigen Zeitpunkt parallel laufen oder im Anschluss gemacht werden und das Berufsleben kann dann immer noch 30 Jahre sein. Uneingeschränkt aus meiner Sicht. Julia Polger ist das beste Beispiel, der nach jahrelangem Leistungssport eigentlich einen sehr erfolgreichen Berufseinstieg geschafft hat. Also es nimmt einem mit dem Leistungssport eigentlich niemand irgendwas weg von der Karriere. Im Gegenteil, du wirst, glaube ich, eher bei der Großzahl der Unternehmen mit Handkuss genommen, weil du eben viele Skills mitbringst, die ein normaler, nenne ich dich jetzt nochmal, nicht mitbringt. Für dich persönlich hast du extrem viel gelernt und emotionale Erlebnisse gesammelt und hast dann immer noch 30 Jahre Zeit, um ins Büro zu hocken, wenn du das möchtest. Neues Thema. Wir haben mit der NRV Olympic Team Goldprämie einen Schwerpunkt auf Sieg statt Platzierung gesetzt. Die Idee ist ja auch ganz maßgeblich entstanden aus einem Gespräch mit dir. Müssen deiner Meinung nach grundsätzlich Top-Leistungen besser prämiert werden? Beziehungsweise wie machen das denn die Top-Nationen wie England, Australien, Niederlande? Weißt du, wie die das handhaben? Ich weiß es nicht, aber ich sage mal, die Grundfrage, ich glaube, die wir oder sich so einige schon gestellt haben, ist ja, nach welchem Prinzip versucht man die Leistungsfähigkeit der Sportler quasi zu steigern? Versucht man möglichst viele, möglichst junge Leute früh mit Förderung zu überhäufen, damit daraus viel erwächst und die am Ende Goldmedaillen gewinnen beispielsweise? Oder versucht man eher quasi die Spitze zu ziehen oder zu fördern, dass da möglichst viel rauskommt und damit quasi von unten den Nachwuchs lockt. Also im Prinzip geht man mit der Gießkanne einmal in den Nachwuchs und hofft, dass da möglichst viel raus wächst oder versucht man die Spitze möglichst gut zu pushen und Anreize zu setzen für die Spitze einerseits mit der Prämie beispielsweise. Und dann auch mit den Anreiz weiterzusetzen für den Nachwuchs, wenn sie sehen, okay, man kann in Deutschland auch Weltmeister werden. Das war ungefähr der Gedanke. Und ich bin eigentlich ziemlich fest davon überzeugt, dass dieses Pull-Prinzip, also Idole und Vorbilder zu schaffen, dass das das bessere Prinzip ist, weil das schürt den Glauben der Nachwuchssegler, dass man auch in Deutschland, was ja für unmöglich gehalten wurde, quasi Weltmeister werden zu können, dass das eben möglich ist oder dass das im Glauben verankert ist in den Nachwuchsleuten.
Das ist ja das A und O, was ich vorher meinte. Wenn die Leute dran glauben und dann für eine Sache brennen, dann glaube ich, ist die Qualität und die Lernkurve, also die Qualität der Arbeit und die Lernkurve steiler und dann geht was vorwärts, glaube ich. Deshalb ist es, denke ich, wichtig. Wir haben eine Frage aus dem Publikum. Wie lange schläfst du normalerweise? Wie lange ist eine Nacht bei dir? Boah, ich denke, in letzter Zeit habe ich ziemlich viel geschlafen. 8 Stunden würde ich sagen, mindestens. 9,5 Stunden ist eher so Maximum, denke ich. Weiß ich nicht genau. Ich weiß zum Beispiel, dass Simon Grotelüschen gesagt hat, also 8 Stunden ist bei ihm auch Minimum und wenn er Sport macht, ist 10. Also am Schlaf auf keinen Fall sparen. Das ist wichtig. Ich komme so langsam zum Ende, blicke mal links zu Philipp und Toni. Wenn ihr noch Fragen habt, schiebt mir sie rüber. Ich habe so zum Abschluss eine kleine Frage. Hängt ein Smiley hinter dran. Lieber Philipp, wo siehst du dich in 20 Jahren? Sportdirektor Deutscher Seglerverband, Nee. Teammanager einer professionellen Segelkampagne. Im Gartenstuhl mit deiner Frau und 4 Kindern beim Feierabendbier. Gibt es so einen Blick irgendwie schon so 20, 30 Jahre, könnte ich mir mal vorstellen, oder bist du da noch offen und flexibel und lässt so ein bisschen den Zufall auch entscheiden? Also das mit dem Familie, mit Kindern und Gartenstuhl, das auf jeden Fall, denke ich. Und auf jeden Fall nicht Sportdirektor. Dafür denke ich, geht zu wenig vorwärts aus meiner Sicht. Beziehungsweise das ist ein bisschen eine harte Arbeit aus meiner Sicht. Und sie würde bedeuten, ich müsste wahrscheinlich in Kiel wohnen. Und das möchte ich dann nicht mehr. Ob ich dann einen normalen Job nachgehe, um abends mein Feierabendbier zu genießen, oder ob ich selbstständig bin, meinetwegen, und vielleicht meine Sportleidenschaft irgendwie in eine Managementaufgabe übernehme, weiß ich nicht. Kann beides sein. Aber was ich extrem hilfreich fand, ich wurde mal von meinem Fernstudium, was ich noch nicht beendet habe, aber was noch kommt, also Entspannung, habe ich mal in einem Kurs die Aufgabe bekommen, mir Gedanken über mein Leben zu machen, genau das zu machen, nämlich mich quasi mich selber vorzustellen, wenn ich, also ich kurz vor ich ins Gras beiße mit 90 auf mein Leben zurückblicke, um quasi festzustellen, was ich denn erreicht haben will. Und das fand ich eigentlich ziemlich gut, den Gedanken. Der hat mir eigentlich ganz gut geholfen, mal über mein Leben quasi in der Zukunft mir Gedanken zu machen. Will ich eine Familie? Ja, nein. Will ich Kinder? Ja, nein. Was will ich sportlich erreichen und wie lange will ich das überhaupt machen? Verschiedenste Möglichkeiten. Und in 20 Jahren will ich auf jeden Fall mein eigenes Haus haben, am liebsten schon in 5. Und in 10 Jahren eine Familie und keine finanziellen Nöte haben zumindest. Also ausreichend, um ein sinnvolles Leben zu führen. Ich glaube, mehr braucht man auch nicht. Sehr schön. Philipp, das war ein wunderbares Schlusswort. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit heute für uns genommen hast. Ich möchte einen ganz kurzen Ausblick noch auf kommende Woche machen. Wir haben Walter Wühlenweber hier vom Stern am Mittwoch und am Freitag kommt dann Dr. Andreas Dressel, Finanzsenator der Freien und Hansestadt Hamburg. Also auch nächste Woche wieder ein spannendes Programm. Bis dahin bleiben Sie alle gesund und frohe Ostern. Danke, ciao.